Ja, guten Tag, Michael aus dem Hause Wimmersberger. Guten Guten Tag. Ich spreche jetzt mit der Generalstaatsanwaltschaft oder mit der Nein, Sie Geschäft? sprechen mit der Zentrale. Ah, mit der Geschäfts. Okay, ich müsste mit der Generalstaatsanwaltschaft sprechen. Haben Sie ein Aktenzeichen für mich? Ja, das hätte ich ganz gerne von denen. Das ist das Problem oder ein Problem von der vielen großen Probleme. Aha. Gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendein Problem davon gelöst kriegen von den vielen. Kurzer Blick bitte, ja? Okay, danke. Ja, guten Tag, Michael aus dem Hause Wimmersberger. Und zwar, ich weiß nicht, ist mein Name Ihnen Begriff? Okay, aber die Generalstaatsanwaltschaft hat ja irgendwie vor über einem Vierteljahrhundert irgendwie eine Menschenjagd gestartet gegen mich, die natürlich jetzt Ausmaße angenommen hat, die Europas Grenzen ja überschreiten. Und deswegen rufe ich eigentlich an. Also ich rufe, es sind sehr viele Gerichtsverfahren damals gegen mich inszeniert worden. Straftaten, die nicht ich begangen habe, sondern die eben unter anderem von der Staatsanwaltschaft Koblenz, Richtern, Rechtsanwälten, wir haben ja auch die Mafia, die da mitgespielt hat, die Straßenmafia, ja, nicht die Justizmafia, alle die Sachen spielen da eine Rolle. Ich habe keinerlei Aktenzeichen. Was mich momentan interessieren würde, wären ja erstmal Aktenzeichen. Das Militär ist da ja auch involviert. Deswegen, ich weiß nicht, was Sie da finden können. Ich kann Ihnen, wie gesagt, meine Daten geben und da haben Sie ja sicher einiges im Computer. Telefonisch geben wir überhaupt keine Auskunft. Sie können Auskunft bekommen, wenn Sie das schriftlich anfragen hier bei uns. Ja, das Problem ist, bei einer Menschenjagd, dann hat man ja keine Adresse. Also ich habe also nur eine E-Mail-Adresse, wenn, und da wäre, E-Mail machen wir das auch nicht, also nur schriftlich. das ist mir schon klar. Und da haben wir das Problem ja schon, ne? Wenn man eine Menschenjagd hat, dann nimmt man einem das ganze Geld und so weiter. Man nimmt einem eine Wohnung. Man hat natürlich auch keine Adresse. Kann ich gar nichts zu sagen. Ich kann, wie gesagt, Ihnen nur sagen, machen Sie das schriftlich. Ja, es geht ja nicht. Wie soll ich das denn machen? Nicht Okay, sagen. wenn ich jetzt vorbeikommen würde, wie sieht denn das dann aus? Auch da nicht. Ach so, also vorbeikommen geht auch nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, weil wenn ich jetzt schriftlich schreibe, da kann ich ja auch jemand irgend. Wenn Sie jetzt sagen, es wird eine Menschenjagd veranstaltet, können Sie hier auch nicht vorbeikommen. Ja, das können Sie aber Das singen, dass ich eine das kann. ist genauso utopisch wie das andere. Nein, nein, da scheinen Sie sich ja gut auszukennen. Also ich kenne mich ein bisschen Ich kenne besser mich da aus. nicht aus. Ich vermute das nur, wenn Sie mir sagen, Sie haben keine Adresse, es wird eine Menschenjagd veranstaltet, Naja, seit 25 Jahren, ja. auch hier nicht vorbeikommen. Wie wollen Sie Ja, das machen? das kann ich schon machen, das sieht man ja dann, weil wenn mir nichts anderes übrig bleibt, komme ich vorbei. Dann machen Sie das. Ja, aber wenn Sie mir sagen, wenn ich vorbeikomme, kriege ich auch keine Auskunft, dann sehe ich das ja, also das ist ja dann auch irgendwie eindeutig. Ja, wenn ich doch schreibe, ich kann doch XY sein und Ihnen schreiben und dann bekomme ich Auskunft. Wenn ich persönlich vorbeikomme, bekomme ich keine Auskunft, das ist irgendwie Sie können seltsam. nicht XY sein. Sie haben ja eine Adresse, die Sie angeben, und die Adresse wird überprüft. Ach so, Sie meinen Wohnhaft, aber ich habe ja kein, also ich bin ja kein Mitglied der BRD. Entschuldigung, das war einmal. Also Weiß diese ich nicht, Zeiten. was Sie für ein Mitglied sind, Ja, aber also habe ich bin wenn auch mich hier nicht. jemand anruft, denke ich schon, dass Sie hier Einwohner von der Bundesrepublik Deutschland Na, sind. sicherlich nicht. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja nun auch eine Firma und nicht unbedingt ein Staat. Nee, die ist ja 1990 untergegangen. Also. Darüber werde ich mich mit Ihnen nicht unterhalten. Ja, das ist mir klar. Da Das haben können Sie möchte. auch nicht. Sie sind ja Angestellter der Mafia, ne? Machen Sie das bitte schriftlich, ja? Mehr Na, kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Tut mir leid. ja, das ist, ja, mir tut so nicht leid.